Hypnose endlos schleifen. Soll ich ihn anrufen? Ich lasse ihn in Ruhe. Er ruft schon an. Er hat noch nicht angerufen. Ich finde schon eine Abwehr. Ich schreibe das hier, um für mich ein Zeichen zu setzen. Ein Jahr alleine zur Rettung, leider nur auf Zeit. Befreit aus der Hölle der Pein, begann ich ganz langsam in einer zweiten zu enden. Es tut mir so leid, ich hab mich bei weitem verschätzt. Nahm einfach alles zu leicht. Ja, ich mein, was ich spreche, mit deiner komplett anderen Sicht auf die Dinge. Eiserne Ketten, so zerbrechlich, dass wenn sie eisige Nächte beeinträchtigen, bleibt der Stress hängen und ich verweigere das Essen. Ich weinte und setzte die Klinge an, schrie mit den Händen rot auf weißen Wänden. Ich werde leben, weiterkämpfen, versuchte es alles auszubrennen. Tausend Ängste brechen über mir ein und aus meinen Augen fließen heiße Bäche. Ich liebe das leise Lächeln der Stille und muss mittlerweile selber schmunzeln, was ich für eine Pfeife darstellte. Vertraue auch weiterhin auf die Wiederkehr in Liebe eines Menschen. Hinter meinem dunklen Schleier schimmert Reines und Echtes. Oh, allmählich nagt der Zweifel an einem, wird langsam stärker. Okay, ich hab ne Weile gebraucht, um die Pein zu verdauen. Ich reite jetzt nicht drauf rum, ich halte es einfach als private wie mein Account. Schätze, ich bin es euch schuldig, wenn ihr ein Eiland braucht. Ihr wartet so geduldig auf den Sound aus meinem kleinen Raum. Meine geistige Welt ist so riesig, die Realität verschiebt sich, was der Segen und Fluch der Genies ist. Ich schreibe es jetzt frei heraus und die Pieces, die ich einbaue ins unvollendete Puzzle des Lebens, bring euch wie Teile drauf. Ganz ehrlich, ich war nur am Scheitern. Meine Tragik vereinnahmte mich und ich kam nicht mehr weiter. Ich sah mich als eine der traurigen Existenz. Die laufen dann schlechtes Denken und damit eindeutig kein gutes Karma bereichern. Ich mag vielleicht meistens unglaublich verstrahlt und verpeilt sein, aber die Weisheit meines Wesens ist klar und abstreitbar, ohne dass es rechten Sinn macht. Lebe ich weiter im Einklang mit Liebe wie unbeschriebene Blätter, Kinder. Ich bin mir großartige Liebe vertraut, deshalb hab ich in mein Herz eine riesige Mauer gebaut. Dann wurde ich kriminell, hab irgendwo eine Brille geklaut. Das Gestell war rosarot und die Gläser waren sau. Hätte nie gedacht, dass Stein gegen Glas verliert, aber wer hat schon jemals die Regeln der Liebe kapiert? Fühl dich an wie eine Figur aus Origami-Papier. Wurde mein Herz verbrannt, dann ertränkt und dann verdammt zu gefrieren. Und ich hab nie jemandem daran die Schuld gegeben, dafür Liebe als Gefühlsoption einfach aufgegeben. Ich wollte nie mehr in die Falle dieses Monsters geraten, hab dafür nicht nur mich, sondern auch fremde Herzen verraten. Und irgendwie ist diese Strategie zweifelhaft, denn zufrieden zu sein hab ich damit leider nie geschafft. Und sowieso hat Liebe mich schon wieder ausgetrickst, um mir jemand